Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Heroes and Generals. Ja, ich bin wieder als Lone Wolf unterwegs, ganz alleine und ihr seht schon, es ist eine Verteidigungskarte. Das Ganze heißt Hermes Keil und wir müssen die Stadt verteidigen. Das gab wieder ein Patch scheinbar, habe ich gar nicht mitbekommen. Und mein Ziel ist es natürlich, diese Stadt zu verteidigen. Öfter war ich ja schon hier auf dieser Map. Es gibt ja schon einige Maps, aber irgendwie lande ich letzte Zeit immer in der Stadt. Das Spiel sucht auch blitzschnell zusammen mittlerweile. Hier liegt ein Buch. Oh, ich drehe drauf rum. Wie ungeschickt von mir. Und guck mal ganz kurz auf der Map, wo denn hier die Action abgeht, damit wir nicht stundenlang rumlaufen müssen. Okay, C3, C2, C1, da wird's losgehen. Und ich guck mal, ob ich unterwegs schon eine Panzerfaust finde, die ich einfach so random in die Luft schieße. Deutschland erobert schon. Mal gucken, wie lange diese Runde geht. Die letzte hat ja ganz schön lange gedauert. Waren noch ziemlich krasse Gefechte dazwischen. Und ja, es sind immer mehr, die mich anschreiben, die mit mir eine Runde spielen wollen. Am Wochenende habe ich frei. Ich habe leider die nächsten Tage unglaublich viel zu tun. Nicht mit YouTube, nein, ich habe zu tun mit meinem Real Life. Ich muss zu einer Pflichtfortbildung wegen dem Rettungsdienst. Ich muss dann am nächsten Tag wieder normal arbeiten gehen. Also ich habe richtig viel zu tun. Und Samstagmorgen komme ich dann erst wieder nach Hause und hoffe, dass ich dann genug Energie habe, um ordentlich eine Runde zu zocken. Ich möchte gerne mit euch zusammen zocken, aber ich schaffe es einfach nie. Hoffentlich nimmt mir das auch keiner übel von euch. Komm, suizidal. Krabbel durch, schafft er nicht. Eine jahrzehntelange Ausbildung als Soldat absolviert, aber er kann nicht durch ein Fenster klettern. Das ist eine schlechte Eigenschaft. So, da oben, Heckenschütze. Wir müssen C3 verteidigen. Ist eine ganz krasse Position. Habe ich schon öfter erlebt jetzt. Da wird massiv angegriffen von der Position. Wenn der Gegner, ich guck mal, wie viele es sind, 15 gegen 17, okay, sich dann da sammelt, hat man hier echt die ganze Zeit Action. Aber das werden wir erstmal sehen. Da liegt schon eine Leiche, sehe ich genau da. Und hier wurde ich auch schon oft erschossen auf der Brücke. Und wir sehen sie da. Nähern sich alle aus der Richtung. Wow. Dem gebe ich jetzt Angst. Aber wir werden unsere Kameraden unterstützen und C3 verteidigen bis zum bitteren Ende. Mal gucken, wie schnell das bei mir wieder geht. Oh. Da war schon in meine Richtung. Verwundet, aber keine Punkte bekommen. Bosco, was bist du? Ich habe mich aber erschrocken. Die Uniform sah jetzt so ein bisschen aus wie die Amerikaner. Habe ich mich schon erschrocken. Okay, ich bin völlig überfordert. Fängt schon mal fast gut an. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da, der ist ausgestiegen mit einem Sprung. In der Fahrt mit einem Sprung. Sprung im Sprung. Was für ein Held. Und ich habe einigermaßen gute Energie noch. Warum bist du tot? Und weiß, dass von da aus die Sicht nach draußen, nee, gar nicht. Da campen wir alle so ein bisschen hier in der Bude drin rum. Na, Noob-Waffe. Na gut, ich bin auch nicht viel besser. Ich speier noch für den Sniper. Vielleicht schaffen wir diese Folge tatsächlich mal ein Scharfschützengewehr zu sammeln. Von den Gefallenen. Das ist so die einzige Möglichkeit im Augenblick für mich, an ein Scharfschützengewehr zu kommen. Oh Gott, weg von der Tür. Schnell nach oben. Alles, was man hier tut in diesem Spiel, ja, bringt nicht viel. Alles, was man hier tut in dem Spiel, bringt nicht viel. Das soll ich nicht sagen. Ich meine natürlich, bringt irgendwo XPs und Erfahrung. Also selbst wenn ich lossprinte, kriegen wir hier Training. Oh. Das war meiner. Kafros ist mir zum Opfer gefallen. Wir können versuchen, den Willy, oder wie der heißt, wenn wir gleich lesen können, zu kapern. Ich versuche es einfach. Unlock. Und ihr seht den blauen Balken oben wieder. Und dann können wir mal auf Erkundung zu gehen. Der Jeep der Amerikaner fährt sich wesentlich besser als unser Kübelwagen oder was auch immer das für ein Ding ist. Habe ich alles von den beiden Jungs gelernt, mit denen ich das schon gespielt habe. So, Gas. C war das, glaube ich. Ja.
gerade ein Auto gesehen, was auf mich zufuhr. Boah, der kann ja komplett drehen. Fast. Wow, das hat sich gelohnt. Gute Position hier, würde ich sagen. Da laufen auch noch welche. Wow, ich kann mich nicht entscheiden. Es lädt nach. Da sehen wir unten rechts. Wow, das ist ein Deutscher. Ich knall hier meine eigenen Leute ab. Schnell geguckt. 3 zu 0, also 3 habe ich gekillt. Ausgeschaltet. Ey, das war voll der Luckshot. War nicht so ganz geplant. Sehr ärgerlich für den Schützen, der da drauf saß. Und wir können uns doch mal im Gebüsch annähern. Ich setze mich mal wieder auf den Fahrerplatz. Und ich habe wieder irgendeinen Knopf gedrückt, dass ich wieder nicht erkenne, wer meine Leute sind. C. Hab auch die Möglichkeit, in Deckung zu gehen. Ich weiß ja, was ich gedrückt habe. Da werde ich gleich mal checken. C habe ich gedrückt. Da, das war logisch. Nein, 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 nein. Nein! Warum ist das passiert? Ja, ich muss jetzt aufpassen. Ihr seht, der Punkt wird wieder umkämpft. Die sind sehr stark, die Gegner. Okay, die schaffen es nicht ganz. Ist ein bisschen unfair verteilt manchmal. Man hat manchmal den Eindruck, man hat überhaupt keine Schnitte. Oder manchmal den Eindruck, der Gegner hat gar keine Schnitte. So, C habe ich gedrückt. Ich habe gedrückt. F5 nicht, nein. Ich muss wieder sehen. Na, C war es auf jeden Fall nicht da. Damit wechseln wir wirklich die Position. F5 nicht, nein. Jetzt, was habe ich denn gedrückt gerade? Ich wusste, dass ich den falschen gedrückt habe. Oder wir müssen uns echt konzentrieren, dass wir wirklich nicht auf Deutsche schießen. Also auf eigene. Also hat man ja gar keine Hilfe mehr. Na, wir sehen jetzt, es ist ja ein Deutscher, aber nicht mehr sein Name. Verdammte Tastenkombination. Was war's, was war's? 4 zu 1, mir geht's ganz gut. Punktemäßig auch und. Das ist einer von mir. Jetzt wird's aber richtig schwer so. Boah, Schwierigkeitsgrad erhöht. Hier, nehme ich mit. Pfeifen. E. Da muss ich nichts freispielen und wir fahren direkt los. Wir gucken mal ganz kurz auf die Map, bevor wir da sind. Wir sehen das. Der Gegner hat gar keine Schnitte gegen uns. Ich glaube, wir machen den total platt. Entdeckung. Manchmal während der Fahrt, sicherheitshalber. Ich werde sowieso leer rausgeballert. Der fährt ja schnur geradeaus. Und will die flankieren sogar noch. Oh Gott, die Armen. Die machen wir ja mal wirklich fertig. Ich muss aufpassen, ich sehe es nicht. Wow, 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 da oben war einer. Ich muss aussteigen, kein Schussfeld. Nein! Habt ihr das gesehen? Ja. Yeah. Oh, der verdient habe ich dafür fast. Oh, da oben. Ich habe ihn doch gesehen. Warum habe ich ihn nicht auf den geschossen? Okay, der Punkt wird wieder zurückerobert. Das war der, der mich erschossen hat. Erobert den Ogre zurück. Und ich habe Eroberungspunkte bekommen. 58 tatsächlich, weil ich noch ein bisschen mitgeholfen habe. Aber der Schuss, der war ja wohl genial. Also der war sogar geplant, muss ich zugeben. Oh. Ran ans MG. Nicht auffüllen. Blöd, Mann. Ran da. Nein, 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 nein. Ich bin zu doof. Sorry. Das können wir uns auch von außen ansehen. Sieht ein bisschen komisch aus. Wer da so rumrobbt. Aber von der Perspektive ist natürlich besser. Okay, wird schwer. Oh! Ein schnelles Ende habe ich mal wieder gefunden. Ich glaube, es geht wieder los. Oh Gott, da stand der. Der Punkt wird erobert. Wir machen die Alliierten platt, würde ich sagen. Und überlege immer noch, welchen Knopf ich gerade gedrückt habe. Ja, die verteidigen sehr gut. Überlege gerade schwer, welchen Knopf ich gedrückt habe. C ist der Wechsel gewesen. Das muss ja irgendwas. Ich steche mal hier ein. Mit dem ich die ganze Zeit nur auf eine Map gucke, während ich überlege. Und das ist mir nämlich schon mal passiert. Da drückte ich auch doof.
Das kann doch nur irgendeine F-Taste gewesen sein. Ah, das sieht schon gut aus. Hier. Wollen wir mal gucken. Brauchen wir einen deutschen Soldaten? Da hinten. Ja. Das war F2. Mit F2 kann man die deaktivieren. Ist für ein Video natürlich voll cool. Aber nicht allzu informativ. Und ja, für mich auch sehr riskant, ne? Dass man eigene Truppen beschießt. Will ich ja nicht. Ihr müsst mir nur in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt in dem Spiel. Ich bin natürlich flexibel. Ich kann auch mal die amerikanische Fraktion nehmen, also die Alliierten, wenn ihr das gerne mal sehen wollt. Da habe ich natürlich noch nichts freigespielt. Und ich versuche ja... So, jetzt werde ich gleich erschossen. Mit Ansage. Und das von der Seite. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und ich hoffe, dass er jetzt freigespielt wird, die Stelle. Und ihr seht die Entwicklung. Es geht weiter. Wir sind immer noch Infanterist. Na, warum blinkt denn da das Haus immer auf? Und ich glaube nicht, dass sie das schaffen gerade da unten. Unsere Punkte gehen hoch. Ne, ich muss rein. Sonst dauert das zu lange hier. Dieses Rumgestehe. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich mal als Amerikaner spiele, dann werde ich das natürlich auch gerne mal einführen. Ja. Also die warten aber auch wirklich immer ziemlich gut. Also das Pfeifen funktioniert wirklich hier. Wir sind alle Hunde. Kacke am Sack. Ist der Fahrer. Fahrer mit Kacke am Sack. Aber auf jeden Fall, ich liebe solche Namen. Ich lache mich immer tot. So, verfluche es jetzt schon, dass ich hier eingestiegen bin. Oh, der Feuer. Lohnenswert. Au. Ich gehe in Deckung, bringt nicht viel. Nein. Boah, der hat mich jetzt raus. Jetzt wurde ich auch rausgeschossen während der Fahrt. Und kann auf C2. Sehr gut. Werd nicht feige in der Ecke hocken. Ich werde tatsächlich ja, ziemlich hart drauf losgehen. Oder soll ich den hier mal nehmen? Da werde ich ausgeballert. Aber es ist einfach zu lustig. Okay, Gott. Ein bisschen Zickzack fahren. Richtung C1. Wenn wir C1 erobern, haben die Gegner ein ganz schönes Problem. Wir sehen da schon, die Deutschen sind da auch schon in Stellung gegangen. Oh ne, das sind sie platt. Ich fahre ein bisschen Zickzack, also nicht. Oh, ist aber. Könnt ihr euch ja selber vorstellen, warum ich das tue? Ah. Und ich mit meinem Karabiner. Oh nein, oh, das war ein Treffer. Nimm das Haus als Deckung, dann werfe ich einfach Granaten wie verrückt. Nicht aus voller Fahrt aus dem Wagen springen, keine gute Idee. Ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Heu geerntet. Nein! Da oben, ich habe sie gesehen. Oh! Ja, die rechnen jetzt damit, dass wir kommen. Solche dummen Aktionen planen wie ich jetzt. Und C2 ist wieder frei. Und die Schlacht, obwohl wir eigentlich ziemlich heftig abgehen, geht sie ziemlich lang. Komm einfach mal random in der Menge. Ich wundere mich immer, dass kein Gegner versucht, irgendwo zu umgehen. Aber ich weiß nicht, ob die nach D1 schwimmen könnten und das einnehmen, aber ich glaube schon. Ich habe es ja auch mal ähnlich gemacht in einer anderen Folge. Boah, guckt euch mal an, was da auf C1 alles zurollt. Oh Gott, weg mit der Map. Das muss ja aussehen, wenn ich hier mit der Map rumlaufe. Jawohl, 23 XP? Wieso kriegen wir so viel XP auf der Entfernung? Nicht so lange stehen. Auf einer Stelle, gefährlich. So, C1 wird massiv angegriffen von den Deutschen. Mit Panzer, mit alles, ihr seht das. Ey, hat der den verlassen? Kann ich da einsteigen? Nee. Hat der Maschinengewehr? Das ist auch Medizin. Oh. Nein, nein. Das ist auch Selbstmord, auf der Kante sitzen bleiben. So, wir haben hier. Was ist das für ein, ne? Keine Ahnung, der guckt mich an. Au, 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 ich werde erschossen. Helf mir. Panzer, helf mir. Oh. Das Vorfeld.
Das muss ich alleine machen. Oh, deine Fenster sind Schüsse. Deutsche, ich stürm. Oh, oh. Hier ist die Kacke am Dampfen. Nein. Ich hüpf. Der PvP-Trick hoch 3. Und ich bin gestorben. Wir erobern den Punkt. Und verlieren den. Wieso das denn? Konflikt. Wird nur drauf geschossen, das reicht hier schon. Und es sieht wieder schlecht bei mir aus. Aber Punkte habe ich hier, machen ein paar. Das ist schon mal etwas. Und der letzte Punkt der Alliierten wird eingenommen. Dann zählt der Countdown runter und ja, da blieb mir jetzt nichts an so übrig, ne? Das ist natürlich unfair, weil ich hier gespawnt bin. Und die Schlacht ist zu Ende. Amerika hat alle Zugangspunkte verloren. Wir haben gewonnen und es gibt wieder Punkte für mich, diesen Kampf bewerten. Oh, ich muss den bewerten. Ja, ich gebe den mal so ein Mittelmaß, weil das war ja schon ein bisschen unfair. Wir waren ein bisschen ziemlich heftig stark, ne? Gut, ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Bin mal gespannt, was ich hier abkassiert habe. Bis dann.